Jürzenich ist der Teufel los. Die Stimmung hier ist riesen. Die ganze Welt spricht von BSE. Doch der echte Wahnsinn ist Hüg. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ihr Rumpelstilzchen heißt. Jan Ulrich, unser Sommerserienheld, kam im gelben Trikot in mein Märchenwaldzelt und rief Rumpel und Spieglein an der Wand, ich bin der beste Sportler im Land. Erst noch schüchtern und ein bisschen verklemmt, aber dann 11 Tage durch Frankreich im gelben Hemd, Champs-Élysées, die Sonne scheint und mein Mama aus Rostock hat so geweint. Sag Jan, lieber Jan, jetzt höre mal, dass dein Mama geweint hat, ist doch normal. Wie ich 11 Tage selbe Hemd angezogen, hat mein Mutter auch die Tränen in der Ohren. Und aus Frankfurt erhielt ich eben einen Fax, wenn dem Clinton sein Jones steigt, schrumpft hier der DAX. Und Hillary richtet schon dringende Appelle, flackernde Kerzen in die Fenster zu stellen, als Zeichen der Anteilnahme für das Leiden von Mr. President, der so einen unruhigen Docht sein eigen nennt. Die Hexe im Märchenwald ist ein Wesen, die kann für uns alle die Zukunft lesen. Und weil mich die Zukunft interessiert, habe ich die Hexe konsultiert und sag, liebe Hexe, jetzt gucke mal fleißig, wie sieht es aus 2030? Och, sagt die Hex, was man in der Kugel so sieht. Die Frau Nikuta schreibt 50. Motto-Lied. Tomilovic sagt zum Sohn Peter, Jung, lass, ich spiel jetzt wieder den Etappenhass. Der FC hat mal wieder ein Finale geschafft, spielt mit Pfingst 05 in der Stadtmeisterschaft. Und Heller von Sinnen ist die größte Schau, trennt sich von der Scheel und wird Schröders 10. Ehefrau. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Dankeschön, tschüss zusammen und schöne Sitzung.